Wow, check out the beach, guys. Oh my God, the water. So blue. Ich freue mich so auf die Keys. Wir leben in New Jersey und suchen ein Strandhaus auf den Florida Keys. Familie und Freunde kommen auch gerne hierher. Es wäre schön, wenn sie mit uns hier sein könnten. Wir arbeiten seit langem sehr viel. Und das strengt uns zunehmend an. Wir möchten einen Ort, wo wir dem Winter entkommen und ausspannen können. Das wäre schön. Die Keys sind herrlich. Man ist in den Tropen, ohne die USA verlassen zu müssen. Die Palmen. Man kann Boot fahren, fischen und vieles mehr. Wir haben ein Budget von 1,2 Millionen. Darüber will ich nicht gehen, sonst bleibt uns zu wenig finanzieller Spielraum. Ich will eine schöne Aussicht. Das ist das Wichtigste. Ich will auch mehr Blick. Ich hätte gerne Sandstrand. Ich weiß, den gibt's hier nicht oft. Hier ist es eher für Boote geeignet. Das wäre trotzdem toll. Ich will einen Pool. Ich will bei Key West sein. Dort sind wir gern. Ich würde das Haus gern vermieten, wenn wir nicht hier sind. Ich möchte einen großen offenen Wohn-, Ess- und Kochbereich. Wir bekommen sicher viel Besuch hier. Meine Freunde. Und die Familie. Freust du dich? Ich bin so gespannt. Das erste Haus ist auf Cacho Key, was nicht weit von Key West ist. Schöne Gegend mit vielen Restaurants. Wie hübsch. Und direkt am Wasser. Stimmt. Hi, Leanne. How are you guys today? Good to see you. So I wanted you to. Wir haben hier ein Strandhaus im Key West Stil mit 193 Quadratmeter Wohnfläche. Es ist nicht weit nach Key West, etwa 15, 20 Minuten. Sie haben hier freie Sicht aufs offene Meer. Oh, nice. Hübsch. Schönes Holz. Etwas altmodisch. Aber diese Aussicht. An der gibt's nichts zu mäkeln. Fantastisch. Hübscher Raum, nur etwas klein. Es ist nicht so offen wie erhofft. Die Küche ist separiert. Ich mag die Farben. Ich würde hier noch ein paar Bäume anpflanzen, dann hätten wir mehr Privatsphäre. Da ist eine große Terrasse. Toller Blick. Angenehme Brise. Da unten ist Platz für einen Pool. Das wäre toll. Da ist ein Bootssteg. Sandstrand. Den wollen wir. Großes Zimmer. Würde den Mädchen gefallen. Auch das ist sehr geräumig. Schön hell. Tolle Aussicht. Man sieht sogar das Meer. Hübsches Schlafzimmer. Hier stehen ja drei Betten. Geräumig. Wohin jetzt? Zu einem Haus auf Big Pine. Es ist leider weiter zu fahren. Ich wäre lieber näher an Key West wegen seinem Nachtleben. Es geht ja auch um unsere Mädchen. Auch die wollen nach Key West. Weniger Ärger. Stimmt. Ist es das? Glaub schon. Riesig. Gefällt mir. Wow. Sehr schön. Mit offenem Grundriss. Wow. Herrliche Aussicht. Und da ist ein Pool. So schön. Ein Gartenzimmer. Bezaubernd. Hohe Decke. Vielleicht eine Sitzgarnitur hier? Gute Idee. Hübsch und es ist wenig Pflege nötig, aber wir könnten weder Volleyball noch Paddleball spielen. Man könnte schon, aber das wäre schmerzhaft für die Füße. Oder das Gesicht. Wunderbares Licht hier. Stimmt. Auch hier ist es sehr schön und hell. Noch ein Schlafzimmer. Klein. Aber eine tolle Aussicht. Ein Gästezimmer. Gefällt mir trotzdem. So geräumig. Da sollte das Wohnzimmer sein. Und unten das Schlafzimmer. Wow. Die hohe Decke finde ich super. Wieder Glasbausteine. Siehst du mich? Ich sehe dich. Leanne zeigt uns noch ein Haus auf Big Pine. Es ist aber 30 Minuten von Key West entfernt. Dafür bekämen wir sicher mehr Privatsphäre. Es kostet 1,25. Über unserem Limit. Ein wenig. Grundstück 2000 Quadratmeter, Wohnfläche 198 Quadratmeter. 5 Schlafzimmer, 3 Bäder.
Das wird allen gefallen. Es liegt direkt am offenen Meer. Ich glaube, da ist es. Umwerfend. Dieser Blick. Ich muss Ihnen dieses Haus zeigen. Sieh, ein Strand. Wie gewünscht. Hübscher Pool. Prima. Direkt am Strand, fantastisch. Wow. Hübsch, offen und diese Aussicht aus jedem einzelnen Fenster. Bis an den Horizont. Ein schöner Grundriss, sieh mal. Hier könnten wir ein Glas Wein oder Kaffee trinken. Sehr entspannend und friedlich. Große Küche. Nicht schlecht, aber etwas altmodisch. Nicht ganz auf dem Stand, den ich mir wünsche, aber ginge schon. Und durch jedes Fenster hat man einen anderen Blick. Sogar aufs Meer. Etwas in die Jahre gekommen. Das gefällt mir gar nicht. Das Master mit Bad en Suite. Ein großes Hauptschlafzimmer. Stimmt. Mit Freisitz. Alle Schlafzimmer haben einen Zugang. Man spürt die frische Brise. Man kann die Tür die ganze Nacht offen lassen. Wunderbar. Was meinst du zu den Häusern? Ich möchte alle. Das im Key West-Stil war wirklich bezaubernd. Vergleichen wir die Vor- und Nachteile. Das Cottage House macht viel Arbeit. Ist aber nicht weit von Key West. Hatte keinen Pool. Ein großer Minuspunkt. Und es war klein. Wir hätten einfach nicht alle Platz. Stimmt. Streichen wir es von der Liste. Und das in der Bucht? Mir gefielen die Farben der Zimmer, die Größe und besonders die Master Suite. Es war bezaubernd ausgestattet. Aber deutlich zu teuer für uns. Stimmt. Ich muss immer an den Meerblick und den Strand vom Mission Style House denken. Es hatte keinen Bootssteg. Stimmt. Und es war weit nach Key West. Sehr weit. Wir bekämen den herrlichen Strand, den Pool direkt am Meer. Das findet man selten. Wir könnten das Meer und die Sonne genießen, ohne das Grundstück zu verlassen. Wir wären immer draußen am Strand. Mit der Familie am Pool. Das wäre wundervoll. Einfach wunderbar. Ich glaube, ich will das Mission Style House. Ich auch. Kaufen wir's. Wir haben ein Haus.